Hier befinden wir uns auf einer englischen Orgel, gebaut von John und William Gray für die Kirche St. Mary in Bathwick, zwischen 1815 und 1820 gebaut. Die Orgel hat drei Manuale, weil die hat auch drei Teile. Mit dem unteren Manual spiele ich alle Pfeifen im Gehäuse hinter mir, im sogenannten Rückpositiv. Mit dem zweiten Manual alle Pfeifen im Hauptwerk in der Mitte. Mit dem dritten Manual alle Pfeifen ganz oben in der Orgel im Oberwerk. Das sind die 30 Register, mit denen ich die Klangfarben auswählen kann. Aber bevor ich die Klangfarben auswähle, muss ich erst das Gebläse der Orgel anschalten. Als die Orgel 1820 fertig wurde, gab es noch keinen Elektromotor. Da standen die sogenannten Kalkanten hinter oder neben der Orgel, haben so mit Muskelkraft mit den Füßen die Luft in die Orgel gepumpt. Und jetzt habe ich einfach ein Schleudergebläse angeschaltet. Das ist im Raum unter der Orgel und befüllt den großen Magazinbalg mit Luft. Der ist jetzt auf 1 Meter hochgefahren. Ich ziehe ein Register, nennt sich hier Open Diapason. Das entspricht dem deutschen Prinzipalregister. Das ist eine ganz weiche Klangfarbe, klingt so. Klingt also ein bisschen flötenähnlich, wie eine große Flöte. Und diese Pfeifen produzieren den Klang auch wie Flöten. Aber es gibt auch andere Klangfarben, hier zum Beispiel eine Trompete, das klingt ein bisschen kräftiger. In diesen Pfeifen arbeiten Metallzungen, die auf eine Kehle aufschlagen und so kommt diese kräftige Klangfarbe zustande. Hier das Register für das Pedal. Klingt sehr tief, weil das sind ganz lange Holzpfeifen. Je nach Klangfarbe sind die Orgelpfeifen entweder aus Metall oder aus Holz, manchmal mit Zunge oder meistens ohne Zunge gebaut, die sogenannten Labialpfeifen, also ohne Zunge. Und jetzt ziehe ich alle Register und spiele den Anfang der berühmten Bach-Toccata.